Menschen auf der ganzen Welt beschäftigen sich derzeit mit demselben Problem, das Coronavirus. Ich habe hierfür meine Cousine aus Taiwan und meine Tante aus den USA gebeten, mir aus ihrem Corona-Leben zu erzählen. Hallo, ich bin Aiko. Ich wohne in Taiwan, bin 23 Jahre alt. Taiwan hätte aufgrund der Nähe zu China eigentlich das Land mit den schlimmsten Epidemieausmaßen sein müssen. Doch der Inselstaat hat schnell und konsequent reagiert. Trotz der Corona-Pandemie geht der Alltag von Aiko weiter. Jeden Tag nimmt sie für ihr Studium den weiten Weg von Taipeh nach Taichung auf sich. Seit dem 31. Dezember 2019 wurden die Maßnahmen in Taiwan schrittweise ausgeweitet. Besonders in öffentlichen Einrichtungen finden strenge Kontrollen nach Symptomen einer Lungeninfektion statt, sodass jeder einzelne Übertragungsweg verfolgt werden kann. Hi, I'm Yulin Ye. I'm 62 years old. I'm in the education consultant for Head Start, Early Head Start. Inzwischen melden die USA bereits 2 Millionen Infizierte. Dennoch lockert das Land die Beschränkungen zur Eindämmung des Virus. So here I'm out in a community that because the library is still somewhat closed and we can do the curbside pickup. So now I'm going to pick up my books. And here is my book that I can pick up. Gut 1,5 Millionen Menschen haben durch die Krise ihren Job verloren. Yulin Ye nutzt ihren Beruf, um den Menschen in Not zu helfen. This is one of our center Head Start program. So parents who need meals can come over here to pick up the food. This is my workplace. As you can see, not too many people are around because we have to stagger our hours. Die Nation ist hinsichtlich der Lockerung gespalten. Während der Norden nur kleine Schritte wagt, preschen die Südstaaten voran und öffnen Kinos, Restaurants sowie Einkaufszentren. Dabei warnen Gesundheitsexperten und Expertinnen vor einer Flut von Neuinfektionen. I'm at Costco, here's what the sign says. This is at Costco, we have 2 lines so you can shop. I'm keeping social distancing. Die Länder haben unterschiedlich auf die Pandemie reagiert, manche erfolgreicher als andere. Doch vielleicht können wir von den Ländern und ihrem Umgang mit Corona etwas lernen und uns bei einem Problem helfen, das uns alle betrifft.